Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf meinem Kanal und heute geht es um die Aufgabe Verbrauche instabile Sofortgegenstände. Das hier ist eine der neuesten Aufgaben von den Schrottsturmaufgaben, also die wöchentlichen Aufgaben hier. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, was damit gemeint ist und daher geht es direkt mal in eine Runde Spielwiese. Für euch ist wie immer sehr, sehr wichtig, geht in eine normale Runde, sonst zählt das Ganze ja nicht. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch, wo diese Gegenstände sind. Und zwar müssen wir hier zum kaputten Fußballfeld gehen. Wir sehen es ja hier vor uns, da war das Fußballfeld, das wurde zerstört. Und noch genau dort gibt es dann diese Gegenstände, die wir nehmen müssen. Und deswegen müssen wir einmal ganz kurz landen. Wir sehen schon hier, das ganze Fußballstadion wurde abgerissen. Und auf jeden Fall sehen wir überall sind solche Gegenstände, halt solche konsumierbaren Gegenstände. Und wie wir auch schon sehen, die verändern sich. Da zum Beispiel sieht man es. Die verändern sich alle, hier auch gerade wieder. Und das ist damit gemeint, das sind instabile Gegenstände und die müssen wir verwenden. Und wie man schon sieht, die sind diese ganz alten Risse. Kämpfen vielleicht noch die meisten. Die waren ja bei Dusty Divot, dann kann man so hochspringen und so. Verdammt cool. Auf jeden Fall, das muss alles hier verwenden. Wie gesagt, das verändert sich die ganze Zeit. Das ist damit gemeint, das sind halt die instabilen Gegenstände. Und ja, das ist schon die gesamte Aufgabe. Eigentlich sehr, sehr einfach. Ich denke mal, die meisten wussten einfach nur nicht, wo das Ganze ist. Aber wie gesagt, ihr müsst genau hier hingehen, wo das Fußballfeld ist. Das wurde ja zerstört. Und genau hier sind dann die Gegenstände. Und davon müsst ihr einfach dann ganz schnell 5 verwenden und dann ist das Ganze auch schon abgeschlossen. So, und an der Stelle war es das schon mit diesem ganz kurzen Erklärungsvideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ganz kurz den Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann und ciao.